Hallo und herzlich willkommen zu einem Video-Tutorial von Peakboard. Ich möchte euch heute den Peakboard Designer vorstellen. Der Peakboard Designer besteht aus fünf verschiedenen Bereichen, die wir uns in diesem Tutorial genau ansehen. Wir beginnen mit dem Package Explorer. Der Package Explorer befindet sich auf der linken Seite des Peakboard Designers und besteht aus den drei Elementen Data, Screens und Resources. Der Punkt Data ermöglicht das Anlegen von Datenquellen. Dabei kann es sich beispielsweise um eine XML Web API, um ein SAP-System, einen SQL-Server oder weitere Datenquellen handeln. All diese Datenquellen können im weiteren Verlauf für die Visualisierung verwendet werden. Der Punkt Screens ermöglicht das Anlegen mehrerer Oberflächen einer Visualisierung. Ein Screen ist vergleichbar mit einer Folie in einer PowerPoint-Präsentation. Möchte man mehrere Oberflächen der Visualisierung anlegen, so hat man später die Möglichkeit, beispielsweise jede 10 Sekunden auf den nächsten bzw. vom letzten auf den ersten Screen zu wechseln. Im Punkt Resources kann man statische Ressourcen anlegen. Das kann beispielsweise ein Bild oder eine PDF-Datei sein. Zum Zufügen einer Ressource kann man mit der rechten Maustaste auf Resources und auf Add Resource klicken. Man kann außerdem eine Ressource einfach über Drag and Drop in den Bereich Resources ziehen. Im rechts oberen Bereich sehen wir unsere Controls. Unsere Controls sind alle Steuerelemente, die wir tatsächlich auf unserer Visualisierung später sehen. Das kann im einfachsten Fall ein Textfeld sein oder eine Tabelle. Es können Charts, Bilder und viele weitere Elemente angelegt werden. Zum Anlegen eines Controls ziehen wir dieses Element einfach über Drag and Drop auf unsere Oberfläche. Im unteren rechten Bereich haben wir unser Eigenschaftenfenster. In diesem Feld können wir die Eigenschaften des gerade aktiven Elements ändern. Klicken wir beispielsweise auf den Screen, so können wir die Hintergrundfarbe unserer Visualisierung setzen. Klicken wir auf das Textfeld, so haben wir die Möglichkeit, die Eigenschaften dieses Elementes zu ändern. Wie wir bereits erkannt haben, haben wir im mittleren Bereich unseren Editor, in dem wir sehen, wie die Visualisierung später aussehen wird. Schauen wir uns zuletzt unsere Menüleiste an. Im oberen Bereich haben wir die Möglichkeit, verschiedene Buttons zu verwenden. Diese werde ich nun kurz erläutern. Der Button New dient zum Anlegen einer neuen Visualisierung. Unter dem Button Template kann man eins unserer mitgelieferten Beispiele öffnen. Im Abschnitt Peakboard haben wir die Möglichkeit, direkt mit unseren Peakboard-Boxen in unserem Netzwerk zu kommunizieren. Klicken wir beispielsweise auf den Button Open, so können wir direkt eine Visualisierung, die sich auf einer Peakboard-Box befindet, öffnen. Dafür müssen wir zunächst auf den Button Add klicken, um ein Peakboard unserem Designer zuzufügen. Anschließend können wir das Peakboard auswählen und auf Open klicken. Mit dem Button Deploy können wir eine Visualisierung vom Peakboard Designer auf eine Peakboard Box laden. Über den Button Manage haben wir außerdem die Möglichkeit, weitere Funktionalitäten der Peakboard Box auszuführen. Dies ist beispielsweise das Anzeigen eines Screenshots oder das Öffnen von Logdateien auf der Peakboard-Box. Im Abschnitt File können wir unsere Visualisierung auf unser Dateisystem abspeichern. Diese Visualisierung lässt sich anschließend von jedem Rechner, auf dem der Peakboard-Designer installiert ist, öffnen. Durch einen Klick auf den Button Edit haben wir die Möglichkeit, unseren Titel und unsere Beschreibung der aktuellen Visualisierung anzupassen. Mit dem Button Editor lässt sich ein Skript-Editor öffnen. Hierbei wird die Programmiersprache Lua verwendet. Im Abschnitt Info bekommt man weitere Informationen über den Peakboard Designer sowie die Möglichkeit, diesen abzudaten. Im letzten Abschnitt History kann man Änderungen rückgängig machen bzw. diese wiederholen. Wir klicken nun auf die Registerkarte Format. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen der Formatierung unserer Visualisierung vorzunehmen.
Um das zu zeigen, ziehen wir von dem Punkt Shape unserer Steuerelemente ein Viereck auf unsere Visualisierung. Im Bereich Surface Layout können wir nun die Größe und die Position dieses Elementes anpassen. Dieses Viereck entfernen wir, um drei neue Vierecke auf unsere Visualisierung zu ziehen. Markieren wir all diese drei Elemente, so haben wir im Abschnitt Control Layout die Möglichkeit, diese aneinander auszurichten. Wir können die horizontale sowie die vertikale Position aneinander abstimmen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Größen anzupassen. Dabei ist es wichtig, immer darauf zu achten, dass das Element mit den weißen Markierpunkten das führende Element ist. Es werden also alle Größen sowie die Positionen an dieses Element ausgerichtet. In der untersten Zeile können wir außerdem die Abstände zwischen den Elementen einheitlich gestalten. Im Bereich Snapping Options können wir auswählen, ob wir unsere Elemente mit Hilfe von Hilfslinien positionieren möchten oder diese innerhalb eines unsichtbaren Grids positionieren. Wählen wir Free Positioning, dann gibt es keine Hilfe bei der Positionierung der Elemente und man ist komplett frei. Der Abschnitt Control Fixations ermöglicht uns das Editieren von fixierten Elementen. Wählen wir ein beliebiges Control, so haben wir die Möglichkeit, in dem Eigenschaftenfenster die Checkbox Fixed zu aktivieren. Anschließend lässt sich dieses Element nicht weiter bearbeiten. Klicken wir auf den Button Edit Fixed, so können wir diese Elemente weiter bearbeiten. Deaktivieren wir den Button, ist dies nicht mehr möglich. Über den Button Unfix All werden alle Checkboxen auf dem aktuellen Screen auf nicht gefixt gelegt. Zuletzt haben wir die Möglichkeit, Schriftarten anzulegen. Dies passiert im Abschnitt Fonts. Klicken wir auf diesen Button, haben wir zu Beginn eine Auswahl von Standardschriftarten. Wir können über den Add-Button neue Schriftarten hinzufügen, diese exportieren oder importieren. Klicken wir über Doppelklick auf eine Schriftart, so lässt sich diese anpassen. Solch eine Schriftart lässt sich in vielen verschiedenen Controls, wie beispielsweise in dem Textblock, angeben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.peakboard.com oder hier auf unserem YouTube-Kanal.